Was ich in Beratungen immer wieder erlebe, ist, dass Frauen, die keine Lust auf Sex haben, sich beim Sex sehr viel Mühe geben, ihrem Partner zu gefallen. Und es so zu machen, dass es ihrem Partner gefällt, dass er es gut findet, dass er Spaß beim Sex hat. Und das ist natürlich erstmal eine sehr löbliche Haltung, wo man sagen kann, wow, schön, dass du auf deinen Partner eingehst, dass du guckst, was er mag. Und das sehe ich auch absolut so. Ich glaube auch, dass es wichtig ist für Partnerschaften, dass man langfristig aufeinander zugeht, aufeinander eingeht, bereit ist, sich gegenseitig Wünsche zu erfüllen und auch die Dinge zu geben, die dem anderen Partner gut tun. Und gleichzeitig geht damit oft was ganz Negatives, Schädliches einher und darüber würde ich heute gerne reden. Und zwar ist es dann bei den meisten Frauen, die da betroffen sind, so, dass sie beim Sex sehr viel im Kopf bei ihrem Mann sind. Dass sie sich überlegen, okay, welche Stellung könnte ihm jetzt gefallen? Was kann ich da jetzt machen? Okay, jetzt hat er mich eine Weile berührt, jetzt sollte ich aber bei ihm auch mal was machen. Jetzt sollte ich ihn anfassen, jetzt sollte ich ihn vielleicht oral befriedigen. Gefällt ihm das gerade? Muss ich mich jetzt beeilen? Sollte ich noch was anderes machen? Findet er es gerade gut? Und der Gedanke dahinter ist, ich muss beim Sex was Bestimmtes tun, damit es meinem Partner gefällt. Ich muss irgendwas leisten, damit mein Partner mich gut findet, damit der Sex mit mir überhaupt gut ist. Dieser Gedanke ist meistens nicht so bewusst, aber der steckt dahinter. Und das, was damit einhergeht, ist natürlich ein Druck. Ein Druck, der vor dem Sex und beim Sex jedes Mal da ist, dass da jetzt bestimmte Dinge passieren müssen, dass man performen muss, dass man bestimmte Sachen leisten muss, dass man da jetzt loslegen und ja, was machen muss, irgendwie sein muss, damit der Sex mit einem gut ist. Und prinzipiell kann es gut sein, dass es eine lange Zeit funktioniert. Dass also gerade wenn man noch jung ist, wenn man erholt ist, dass man dann einfach viel Kraft hat, viel Kapazität und dass es dann gut und leicht möglich ist, in dieser Beziehungskonstellation miteinander zu sein und Sexualität so zu leben, dass du als Frau dir da einfach viel Mühe gibst, dir viel überlegst, vielleicht Sachen ausdenkst, auf die dein Partner Lust hätte, ihn da beim Sex immer viel verwöhnst, viele verschiedene Stellungen machst. Und es kann auch gut funktionieren, denn natürlich findet dein Partner das gut, wenn er das Gefühl hast, du gibst dir Mühe für ihn. Und natürlich genießt er das, ne, wenn du viel für ihn machst. Das Problem ist, dass jede Frau in ihrem Leben mal an den Punkt kommen wird, an dem sie weniger Kraft hat. Viele Frauen bekommen irgendwann Kinder und das ist ja immer so das beste Beispiel dafür, dass da keine Kraft oder nur noch wenig Kraft da ist. Dass du einfach in einer Situation bist, in der du merkst, ich gebe so viel, da ist einfach nichts mehr übrig. Und dann wird das zu einem großen Problem. Denn wenn dann Sexualität was ist, wo du auch noch gibst die ganze Zeit, wo du auch das Gefühl hast, was leisten zu müssen, wo du auch das Gefühl hast, das ist unentspannt oder wo du denkst, ich muss jetzt hier aber ein richtiges Programm abziehen, damit mein Partner das mag, damit es ihm gefällt, dann wird da einfach kaum noch Kraft für da sein. Dann wird es für dich irgendwann ganz, ganz, ganz schwierig, da noch hinzukommen, dass du Lust auf Sex hast, weil deine Kapazitäten einfach nicht mehr ausreichend sind. Und in solchen Momenten passiert es dann, dass die Lustlosigkeit immer, immer größer wird und dass man immer weniger Sex hat, einfach weil die Kraft, die nötig wäre, um den Sex zu haben, den ihr vorher hattet, nicht mehr da ist, weil du die nicht mehr aufbringen kannst, nicht mehr aufbringen willst und das ist auch vollkommen verständlich. Gleichzeitig ist es natürlich total schade, weil Sexualität ja nicht sein sollte, was dich viel Kraft kostet und was für dich anstrengend ist, sondern weil Sexualität ja eigentlich etwas ist, wo du sagst, da kann ich mich fallen lassen, das ist schön, da sind wir verbunden miteinander, da treffen wir uns irgendwie, da berühren wir uns auf vielen verschiedenen Ebenen und da sind wir uns einfach mal nah, da tun wir Dinge, die im Alltag nicht viel Platz haben, da sind wir spielerisch miteinander, da ist es auch mal leidenschaftlicher, aufregender, da ist eine andere Dynamik drin. Und das alles kann ja gar nicht mehr stattfinden, weil da so viel Druck ist, so viel Verkopftheit, so viel, ich muss jetzt das, das und das machen. Und wenn es dir auch so geht und du auch merkst, ja, ich habe auch das Gefühl, ich muss beim Sex viel leisten, ich habe auch das Gefühl, ich muss bestimmte Dinge tun, damit mein Partner Spaß am Sex hat, dann würde ich dir jetzt gerne mal einen Denkanstoß, ein anderes Mindset mitgeben, was dir vielleicht helfen kann. Es stimmt natürlich, dass dein Partner es genießt, wenn du ganz viel machst und ganz viel gibst. Und was du vielleicht merkst, ist, dass du daraus auch was ziehst. Dass wenn du ihm viel gibst, wenn du siehst, wie er dich denn anguckt, wie erregt du er ist, wie gut du ihn befriedigen kannst,
wie sexy, wie anziehend, wie attraktiv er dich findet. Dann ist es für dich natürlich bestätigend, wenn du spürst, hey, ich kann hier ganz viel machen und meinem Partner gefällt es richtig gut. Und was die meisten Frauen vergessen, ist, dass wenn sie sich immer ganz viel Mühe für ihren Partner geben und immer sehr bei ihm im Kopf sind, dass sie gleichzeitig sehr wenig bei sich sind und es einfach sehr wenig Momente gibt, in denen sie ganz entspannt sind und indem sie sich ihrem Partner hingeben. Und dieses sich der anderen Person hingeben ist einfach auch ein riesengroßes Geschenk, was dem Partner verwehrt bleibt. Das heißt, wenn du beim Sex passiv bist, wo du vielleicht das Gefühl hast, das geht nicht, mein Partner findet den Sex dann total schlecht, wenn ich da zurückhaltend bin, wenn ich nicht alles mache, was ich schon die ganzen Jahre gemacht habe, das muss überhaupt nicht so sein. Es kann gut sein, dass dein Partner es total schön fände, wenn du eine Person bist, die sich einfach hingibt, die sich auch mal einfach verwöhnen lässt, die auch ein Stück weit passiver ist, jetzt nicht ausdruckslos. Du kannst natürlich ausdrücken, wenn du was gut findest, aber einfach jemand, der nicht immer aktiv was macht, sondern der eben mitmacht, was mit sich machen lässt in einer Annahme ist. Weil wenn du annimmst, was dein Partner dir gibt, wenn du dich von ihm befriedigen lässt, wenn du dich von ihm nehmen lässt, dann gibst du ihm ja auch was ganz Großes. Dann machst du ihm auch ein ganz großes Geschenk und das kann extrem bestätigend sein. Und dazu habe ich ein gutes Beispiel von einem bekannten Paar von mir. Und da ist es so, dass sie sagt, sie ist beim Sex immer sehr passiv und sie macht da eigentlich nicht so viel. Eigentlich ist es so, dass sie erstmal eine halbe Stunde Vorspiel haben, ihr Partner sie dabei von vorne bis hinten verwöhnt, sie ihn eigentlich kaum anfasst und dann macht er eigentlich auch weiter, was sie gut findet. Sie ist zwar dabei, sie findet es auch extrem gut, aber sie sagt, sie gibt sich da keine Mühe, sie befriedigt ihn auch nie oral, weil sie da keine Lust drauf hat und man hat das Gefühl, sie ist einfach sehr bei sich. Und mein erster Eindruck war, wow, okay, so, wie kann es dann sein, dass der Sex gut ist? Und habe ich mit ihrem Partner gesprochen und er sagt, ja, der Sex mit meiner Frau ist mega, ich finde es unglaublich gut, ich genieße es total. Und da fragt man sich ja von außen, woran liegt das? Und dann beschreibt er, ja, weil sie es einfach so gut findet, weil ich spüre, sie ist so dabei, sie findet es so toll. Ich sehe, wie ihre Augen dabei leuchten, ich sehe, wie erregt sie ist, ich sehe, wie gut sie es findet. Ich mache das gerne, weil ich einfach spüre, wie gut das ist, was ich mache, wie gut ihr das tut, wie gut sie mich findet. Und das ist für mich so bestätigend. Ich brauche nicht, dass sie da irgendwas anderes macht, was sie nicht fühlt. Sie soll einfach so sein, wie sie ist. Sie soll einfach machen, was sie gut findet. Und wenn sie auf irgendwas keine Lust hat, dann muss sie sich dazu auch nicht zwingen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass auch wenn Frauen sehr passiv sind und man das Gefühl hat, boah, sie macht ja gar nichts, sie macht gar keine Stellung für ihn, sie befriedigt ihn nicht oral, sie legt sich gar nicht so ins Zeug, sie kauft keine sexy Dessous, um ihn zu beeindrucken, dann kann es trotzdem sein, dass Männer den Sex extrem gut finden, weil es eben beim Sex nicht darum geht, bestimmte Dinge abzuarbeiten, dem Partner zu gefallen, irgendwas für ihn zu machen, sondern es geht ums Miteinander. Und wenn euer Miteinander passend ist, dann ist alles gut. Und dieses Miteinander wird viel mehr passend sein, wenn du entspannt bist, wenn du dich dabei fallen lassen kannst. Und sie ist natürlich auch eine Frau, die extrem viel Lust auf Sex hat, die also regelmäßig versucht, Sex zu initiieren und ihrem Partner signalisiert, dass sie gerade Lust hat. Und das liegt eben ganz einfach daran, dass sie beim Sex nichts macht, was ihr keinen Spaß macht, sondern dass sie beim Sex nur die Dinge tut, auf die sie auch Lust hat. Und dann hat sie natürlich auch immer Lust auf Sex. Und damit geht eben einher, dass man für den Partner nicht unbedingt bestimmte Dinge macht, nicht bestimmte Stellungen ausprobiert, sich nicht extra für Mühe gibt, sondern einfach im Moment ist und dann guckt. Und daraus ziehen beide Partner ganz, ganz viel. Wenn du den Sex mit deinem Partner richtig gut findest, dann wird er darauf viel mehr Wert legen, als dass du irgendeine bestimmte Stellung machst, damit er dann Spaß daran hat. Und das ist auch genau das, was du tun solltest, dass du jetzt an dem Punkt, wo du gerade bist, guckst, ein bisschen zurücktrittst und überlegst, okay, wie kann ich den Druck da rausnehmen? Wie kann ich weniger leisten? Wie kann ich mich weniger darum drehen, was meinem Partner gefällt? Wie kann ich mehr gucken, was mir gefällt? Und wie kann ich beim Sex denn mehr in der Position sein, in der Rolle sein, wo ich mich entspannen kann und wo die Dinge passieren, auf die ich Lust habe? Also ist natürlich ganz wichtig, dass man erstmal herausfindet, was einem Lust macht, worauf man Lust beim Sex hat, was jetzt die Dinge wären, die man entspannt und schön fände, weil die meisten Frauen das auch nicht mehr wissen. Und wenn du an dem Punkt stehst und sagst, das würdest du gerne herausfinden, dann kann ich
ich dir was anbieten. Ich gebe kostenlose Erstgespräche und in diesem Erstgespräch schauen wir, warum hast du keine Lust auf Sex, woran genau liegt das, und wir entwickeln danach einen Plan, wie man das Schritt für Schritt auflösen kann. Das heißt, wie du dahin kommst, dass du wieder Lust auf Sex hast, dass der Sex für dich gut ist, dass du Spaß dabei hast. Wenn es für dich spannend klingt, dann klick gerne ganz oben auf den Link in der Videobeschreibung und dann hören wir hoffentlich schon ganz bald voneinander.